Avidikidibi. Avidikidibi, Happy Halloween. Ich bin eine Katze. Heute ist Halloween und was passt besser zu Halloween als Harry Potter? Mein Kanal wäre nicht mein Kanal, wenn wir nicht auch dieses Jahr einen Harry Potter Adventskalender auspacken würden. Aber das Besondere, dieses Jahr ist es der originale Wizarding World Adventskalender. Ich hatte schon einen von Boots, ich hatte schon einen selbstgemachten von Etsy, aber ein OG Wizarding World Adventskalender, uiuiuiui, das wird toll. Und da ihr dieses Video schaut, wohnt ihr wahrscheinlich in Norddeutschland, habt morgen nicht frei und seid nicht auf irgendeiner Halloween-Party unterwegs. Süddeutschland ist ja irgendwie ganz special, die haben immer am 1. November, Tag der Allerheiligen, frei. Wir nicht. Wir müssen arbeiten. Harry Potter gehört einfach zu Halloween und zum Herbst. Und bevor ich jetzt noch zu oft Harry Potter sage, dieses Video ist nicht gesponsert von Harry Potter, aber von Emma. Und jetzt alle. Dieses Video ist nicht gesponsert von Harry Potter, aber von Emma. Wo schaue ich meinen Harry Potter Marathon am liebsten? Natürlich im Bett. Ich mache es mir richtig schön gemütlich. Mach mir noch eine Kerze an. Es gibt noch einen Tee dazu und dann wird sich da ein abgemuggelt. Abgemuggelt. Ein abgemuggelt. Und ich weiß es, ihr wisst es, wir alle wissen es. Wir verbringen viel Zeit im Bett. Nicht nur, wenn wir einen Harry Potter Filmmarathon machen, sondern auch zum Schlafen. Und deswegen ist ein guter Schlaf sehr wichtig. Was gehört zu einem guten Schlaf dazu? Die Qualität von deiner Matratze, deinem Bett, deiner Bettdecke und deinem Kissen. Ich schlafe jetzt schon sehr lange mit den Produkten von Emma und liebe mein Flauschekissen, den Topper und meine Decke. Und vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, wie ich das Zimmer meiner Nichten umgestaltet habe. Und dort habe ich denen auch das Bett komplett mit Emma-Produkten ausgestattet. Und oh Wunder, sie lieben es auch. Mich hat es nicht gewundert. Besonders die Matratze ist bei denen sehr gut angekommen. Und falls du jetzt gerade nicht auf der Suche nach einem Flauschekissen bist, kein Problem. Emma hat noch ganz viele andere tolle Produkte. Bettwäsche, Gewichtsdecken. Ich habe mir jetzt gerade eine Gewichtsdecke bestellt. Ich warte darauf, dass sie kommt. Ich freue mich übertrieben drauf. Schlafsofas, Boxspringbetten und. Die Produktauswahl ist wirklich sehr groß. Schaut doch einfach mal vorbei. Und wenn ihr euch schon mal auf der Website befindet, dann benutzt doch einfach meinen Rabattcode Malwanne und ihr könnt 5% auf die Produkte sparen. Und Emma hat sich dieses Jahr gedacht, sie machen die Black Week einfach mehrere Wochen lang und da kann man teilweise 50% auf Produkte nochmal on top sparen mit dem 5% Rabattcode und dann nochmal 50%. Also schaut euch das alles mal in der Infobox an. Mein Rabattcode ist sehr lange gültig, das seht ihr auch unten in der Infobox. Und die Black Week geht bis zum 30.11.2023. Viel Spaß beim Ausstatten und jetzt, ihr kleinen Hexenzauberer und Muggel, geht's weiter mit dem Video. Harry Potter, Harry Potter. Skandal. 76,90 bei Amazon, 89,95 bei Elbenwald. Dieser Kalender kostet zwischen 80 und 90 Euro? Habe ich auch so viel dafür bezahlt? Oh mein Gott. Ich habe 94,85 bezahlt. Aber bei Elbenwald geht halt einfach nochmal 5 Euro Versandkosten dazu. Und der Kalender hat 89,95 gekostet. Ich meine, Amazon hat eine Eintageslieferung und 76,90. Also jetzt erwarte ich was. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Also so gut es geht, nicht spoilern lassen. Erster Eindruck. Cool. Da, 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 da. Oh, so, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich finde den ersten Eindruck sehr cool. Ah! Ach so! Der ist einfach aufgebaut wie so ein Koffer. Ist ja auch das Kofferdesign. Und hier ist zum Beispiel eine 5 und dann ist hier die 23. One. Also das ist so richtig verschachtelt eingepackt. Aber ich sehe nicht, wie 24 Türchen drin sein sollen. Ich bin so hyped! Nummer 1. Eine kleine Schachtel. Hör mir doch auf. Sieht so selbstgemacht aus. Oh. Wow. Also, ich glaube, ich bin es einfach nicht gewohnt, mal Harry Potter Merch in der Hand zu haben, der nicht halt total die blöde, schlechte Qualität hat. Hier ist sogar so eine Schutzfolie drauf. Ist das ein funktionierendes Schloss? What? Wie cool ist das denn? Okay, es ist vielleicht nicht das Höchstsicherheitsschloss, aber ich liebe es. Oh mein Gott, das ist eine wunderschöne Kette. Habt ihr so euer kleines Tagebuch oder so? Dann tragt ihr mal euren Schlüssel für euer Tagebuch. Okay. Nummer 2. Oh mein Gott, I love it.
Ey, aufmachen, zumachen. Das ist einfach eine Christbaumkugel. Die man als Geschenk, also du kannst damit halt noch was verschenken. Ich würde sie niemals im Leben verschenken. Oder man macht da irgendwas rein. Ich wüsste jetzt aber auch nicht was, wenn man es verschenken würde. Tolles Design, tolle Kugel. Ich hänge sie mir mit Stolz und Freude auf meinen Baum. Es sind 90 Euro. Ich bleibe natürlich kritisch und überhaupt nicht voreingenommen. Na klar. So. Jetzt dürfen wir mal hier an so ein Röhrchen ran. Nummer 3. Ich weiß nicht wieso, aber das wirkt halt wirklich, als ob das so ein Etsy-Girl irgendwie selber eingepackt hat. Nur, dass die Qualität halt auch nochmal so geisteskrank gut ist. Ganz ehrlich, das ist das, was ich sonst so an Harry Potter Merch Adventskalender-Qualität sehe. Das ist, ja, fühlt sich halt so nach so sehr einfachem Plastik an. Ihr werdet mich jetzt auch hassen. Ich weiß nicht, was dieses P bedeutet. Was bedeutet dieses P, Leute? Das wäre jetzt natürlich Fail, wenn er nicht schreiben würde, ne? Er hört sich... Nee, das ist das erste Produkt, wo ich sage, nee. Das hört sich so billig an. Das ist irgendwie total nervig beim Schreiben. Harry Potter. Schreibt wunderbar. Nummer 4. Boah, die sind echt groß. Hm. Das riecht sehr nach Chemie. Hier mit Motive drauf. Ah, ja, okay. Auf diesem Scrunchie sind typische Harry Potter Motive drauf, aber so designt, dass es nicht auf den ersten Blick aussieht wie, hey, ich habe ein Scrunchie mit Harry Potter Motiven drauf. Also die Qualität von dem Ding ist sehr gut, aber der Geruch ist ein Minuspunkt. Nummer 5. Ich weiß nicht, was einen hier erwartet. Oh, oh no. Moment. Da, 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 da. Auch ein Baumanhänger. Ravenclaw, love it. Ich bin Ravenclaw, brauche ich in meinem Leben. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Von der Qualität brauchen wir nichts sagen. Das ist wirklich sehr hochwertig. So hochwertig, wie so ein Merchartikel halt sein kann. Warum haben sie diese Schnalle nicht auf dem Kopf gemacht? Das ist, hängt jetzt so ein bisschen so schief. Das ist nicht das Höchste. Ja, weiß ich nicht. Nicht so hübsch. Jetzt kommt Nikolaus. Ich vermute mal nicht, dass die Wizarding World sich daran hält. Nummer 6. Nikolaus. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es wirkt, als ob das jemand eine Privatperson eingepackt hätte. Ah. Love Potion. Ach so, Love Potion. Oh, die sind aber klitzeklein. Ja, ist halt Metall, ne? Ein bisschen Glitzer hier noch. Gut. Und es verliert ein bisschen Glitzerpaillette. Die werde ich wahrscheinlich nicht tragen können. Oh, sind die süß. Ich habe lange nicht solche Ohrringe getragen. Ich sag ganz ehrlich, seit dem Paul Valentine-Kalender sind meine Ohren ein bisschen verletzt. Oh, cute. Love Potion. So, Nummer 7. In Nummer 7 ist es noch ein Kugelschreiber. Noch ein Kugelschreiber. Och nee. Aloha Mora. Damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Super nervig irgendwie. Ah! Nummer 8. Was? Der Kalender hat stark angefangen und dann nachgelassen. Das ist ein Anhänger, eine Kugel. Mit einem Loch in der Mitte. Ja, okay. Jetzt kommt Türchen Nummer 9, mein absolutes Lieblingstürchen und das beste Türchen in diesem ganzen Kalender. Oh, ja, okay. Oh, das Design ist wieder schön. Die ist halt ein Schlüssel anhängen. Ja, das ist so ein Schlüsselband, ne? Davon kann man ja nie genug brauchen. Oh, nee. Was ist das denn? Ich sag ja, stark angefangen und dann nachgelassen. Diese Seite, sehr hübsch. Toll bedruckt. Luna Lovegood. Sieht man, erkennt man, wunderbar. Und das hier ist irgendwie so ein Druckfehler. Entweder ist es Druckfehler oder ist es nass geworden oder ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr hässlich verschmiert aus. Ja, sonst also wäre es ein schönes Design gewesen. Das macht es ja dann irgendwie voll kaputt. Also übelst kaputt. Das sieht richtig verwaschen aus. Aber der Druck ist einfach. Das hat sich irgendwie bewegt, dieses Bändchen, und dann ist der Druck schlecht geworden. Ich sag ja, bestes Türchen. Weiß ich nicht, Digga. Nummer 10. Sollen wir es auspacken? Das hat hier jemand mit einem Papier umgewickelt und dann so einen Teser drauf gemacht. Ja, ein Bleistift. Mit so sehr süßen Harry Potter Motiven. Also Harry Potter auf cute. Ah, Dobby. Ja, ein Bleistift. Ein Bleistift ist ein Bleistift, ne? Nummer 11. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass hier so viele Türchen drin sind und man so wenig eigentlich sieht. Noch so ein Anhänger für etwas, was wir nicht haben. Hogwarts.
Schönes Motiv. Aber ja, vielleicht kriegen wir ja noch eine Kette oder so. Vielleicht hätten wir die Kette ein bisschen früher kriegen sollen. Weil das hier ist ein bisschen, ja, Anhänger. Halbzeit, Nummer 12. Und wir haben einfach hier noch genug Türchen. Wieder mal schön selbst eingepackt. Das hat Daniel Radcliffe ganz höchstpersönlich sich drum gekümmert. Expelliarmus! Als okay. Ja, guck doch mal, das sieht doch cool aus. Ja, könnt ihr es lesen? Dieser Kalender macht echt Spaß, ich sag's euch. 13. Ja. Also auch wenn man manchmal Schwierigkeiten mit den Türchen hat, ist es trotzdem von den Türchen sehr gut gemacht. Ein Button. Lumos. Hat man Button früher mal richtig getragen? Ich habe sie an meinen Schulrucksack gemacht. Macht man das heutzutage noch? Computer sagt nein. Für 90 Euro will ich keinen Button, sage ich ganz ehrlich. 90 Euro will ich eigentlich auch keinen Bleistift. Aber okay. Es ist halt so überteuert, ne? Also auch wenn man Merch sich kaufen möchte, das sind ja Preise. Katastrophe. Nein, da sind auch noch Türchen. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist wie Hermines Handtasche. Wenn du reingreifst, du merkst, da ist noch viel mehr los, als man auf den ersten Blick dachte. 14. Aber jedes Türchen kann ja nicht auch ein absoluter Banger sein. Das wäre ja auch unrealistisch, oder? Da ist es. Das verschollene Diadem von Ravenclaw. Nein, endlich die Kette. Hier ist ein ganz kleiner Mechanismus, wo man den so aufkriegen kann. Wenn man nicht so gottlos lange Fingernägel hat wie ich. Acrylnägel sind einfach nicht das Wahre, ne? Du, ich sag dir, für den Alltag ist das einfach nicht gemacht. Ja. So, da können wir unsere Dinger da reinmachen. Ganz einfach. Also für manche Dinge braucht man andere Menschen. Alleine würde man sterben. Scheiße, jetzt habe ich es natürlich falsch rum aufgemacht. Ist doch wieder klar. Ja, ich habe hier wieder das Problem mit meinem dünnen Handgelenk. Aber an sich ist es eine schöne Idee. 15. Wehe, noch so ein Anhänger für dieses Armband. Ich habe es gerade auf und zu gekriegt. Natürlich. Noch so eine Kugel. Also diese Kugeln, pfff. Expelliarmus. Ich habe schon eine Klammer mit Expelliarmus. Warum muss ich denn noch Expelliarmus jetzt? Oh, und jetzt muss ich das da auf. Ich werde das niemals im Leben alleine aufkriegen. Nee, mit langen Fingernägeln kann man alles ganz genauso machen wie mit kurzen. Ja, am Arsch kann man halt nicht. Ja, noch ein Anhänger. Ich krieg das jetzt. Kriegt ihr auch manchmal so ein beklemmendes Gefühl, wenn ihr etwas nicht von eurem Körper wegkriegt? Es ist okay. Wusa. Und? Wusa! Jetzt brauche ich Nummer 16. Super. Intens, was ist das? Was ist das? Hä? Ist das ein... Ich würde jetzt sagen, das ist ein Lesezeichen, oder? Ja. Lesezeichen aus Metall? Nee, das ist wohl kein Lesezeichen. Was soll es sonst sein? Das ist flach und lang und so wie ein Lesezeichen. Der Kalender soll einen Wert von 130 Pfund an Jewelry und Accessoires haben. 130 Pfund ist eine Aussage. In der 17. Ah, ich weiß nicht. Ich habe ein Gefühl, das wird hier schon wieder dieser Anhänger sein. Oh, nee. Irgendwie blöd, aber irgendwie auch, nee, süß. Weil die Sachen müssen ja auch nützlich sein, ne? Und so ein Haargummi. Na, hast du ein Haargummi, wo so ein kleiner Zauberhut dran ist. Hä? Können wir mal über das Design sprechen, dass die Zahlen da nicht einfach draufstehen, sondern dann steht da Potion Nummer 18, hier steht nur die Zahl drauf. Aber bei den meisten ist es irgendwie sehr schön eingebunden. Also optisch hat sich da jemand dieses Jahr richtig was überlegt. Stupefy. Das ist der Zauber, damit man dumm wird. Stupefy. Was soll ich dazu sagen? Nummer 18, 19. Noch eine Kette. Ja, Qualität ist okay. Sieht nicht allzu billig aus. Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Das ist jetzt halt so ein schlichter Hexenkelch. Es ist dann halt neutraler. Ne? Das ist dann so ein bisschen, hey, hey, ich bin eine Hexe. Aber so ein Kochkesselkelch. Ein Kessel. Ja, würde ich den tragen. Ja, damit zeige ich halt, dass ich eine Hexe bin. Ne? Sind ja, also, es ist halt auch eher so eine Spaßkette. Ne? Wenn man den Kalender auspackt, ist es ja Dezember. Das heißt, bis zu Halloween dauert es noch. Also, wenn man sowas dann zu Halloween anziehen möchte und sagen möchte, ja, guck mal, ich bin eine Hexe. Aber der Hexentrend ist ja auch so auch da. Ich finde es aber sehr positiv, was für eine Qualität der Schmuck hat. Also, das ist wirklich jetzt kein teurer Schmuck, aber es ist auch nicht billig verarbeitet. 20. Ich werde es niemals so zurück reinkriegen. Nee, lass mal. Das Design ist ja ganz schön, ne? Aber... Ja, ich vergesse, ich glaube, ich habe halt nicht auf dem Schirm, wie teuer so Merch ist. 21! Da wird auch wieder so eine Schmuckkugel da drin sein. Ich spüre es doch schon wieder. Dass ich nichts fühle, heißt schon wieder, dass da irgend so ein Anhänger drin sein wird. Oh! Ha!
Der passende Armreif zu meinem Ohrring. Das ist wirklich jetzt gewinnt 12 Jahre alt. Viele Sachen geben hier so ein bisschen 12 Jahre alt, aber ja, 22. Okay, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Och, und sie haben das gleiche Design hierfür genommen. Das ist das einzige Design, was sich wiederholt. Was ist das? Schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, was das sein soll. Ich bin super verwirrt. Lesezeichen, es ist ein Lesezeichen. Ich sage, es ist ein Lesezeichen. 23, vorletztes Türchen. Ich bin noch nicht bereit. Ich will noch mehr auspacken. Natürlich kann so ein Kalender nicht überleben, ohne einmal die Heiligtümer des Todes irgendwie optisch aufzugreifen. Das ist ja absolut klar. Aber diese Art von Armband. Ja, es ist cute. Ja, ist doch. Jetzt gefällt es mir irgendwie. Es ist schon hübsch. Ich glaube, es ist halt einfach nicht mein Stil so. Aber ich kenne viele, die halt solche Armbänder einfach tragen. Und ich glaube, da ist es dann halt auch schön. Wolfgang Petri. Gucken Sie mal hier. Jetzt ist es Weihnachten. Wir gehen zu unserem Adventskalender und machen das letzte Türchen auf. Wisst ihr, was mich aber wundert? Dieser Adventskalender muss ja aus England irgendwie kommen. Und dass er nur 24 Türchen hat, ist komisch, weil immer, wenn ich Adventskalender aus England auspacke, haben die 26 Türchen. Weil bei denen so Christmas ja richtig erst am 25. ist. Bei uns auch, aber Heiligabend ist bei uns einfach mehr. Hier nochmal. Wow. Tolles Design. 24. Naja, doch schön. Ein Felix Felices Schlüsselanhänger. Ich würde bei anderen Kalendern, fände ich das doof, sage ich ganz ehrlich. Aber hier ist es wirklich die gute Qualität. Es ist hochwertig. Es ist echter Merch. Und halt nicht das, was ich oft schon ausgepackt habe, dieses Nachart von Harry Potter und so. Oh, ich bin hin und her gerissen. Oh, ich weiß, viele von euch werden jetzt in die Kommentare schreiben, Vanessa, dieser Kalender ist Trash. Das sind ja hier Pins und so. Ich glaube, sie haben mich mit diesem blöden Schloss und Schlüssel am Anfang, haben die mich auf so eine Fährte gebracht, dass ich den mega cool fand. Und dann habe ich ganz einfach gedacht, der ist mega cool. Und eigentlich... Ich habe gerade ein ganzes Fazit gemacht und habe dann gesehen, dass mein Mikrofon aus war und es nichts davon aufgenommen hat. Und dann habe ich Mittag gegessen und habe gewartet, dass dieses Ding wieder auflädt. Und jetzt muss ich darüber sprechen, was ich vor einer Stunde gefühlt habe. Was ich zuerst sagen will, dieser Kalender ist wirklich herzallerliebst aufgebaut. Das habe ich noch nie vorher bei einem Kalender gesehen, wie viel Detail und Ideen reingeflossen sind, um das wirklich eine ganz besondere Experience zu machen. Also mit den verschiedenen Schachteln, mit den Reagenzgläsern, mit den kleinen Flaschen. Da wurde sich richtig was überlegt und ich finde, die Aufmachung ist schon mal wirklich eine 10 von 10, was einem wirklich ein gutes Gefühl für diesen Kalender gibt. Und die Produkte sind auch toll. Also ich hatte bis jetzt ja immer nur Fake oder nicht Original Harry Potter Merch Artikel und oft waren es dann halt so Sachen, wo man dachte, ja, irgendwie ist es ganz nett, aber irgendwie auch einfach schlecht verarbeitet. Und das Gefühl hat man hier, finde ich, gar nicht. Alles hat wirklich eine gute Verarbeitung, außer diese Stifte. Die ziehen das Ganze wirklich runter. Und jetzt denke ich mir, warum sage ich aber nicht, dass dieser Kalender super toll ist? Zuerst, weil er 90 Euro kostet. Also das ist ein Preis. Das ist viel. Und da hat man einfach Erwartungen. Meine Erwartungen wurden teilweise erfüllt mit diesem coolen Ding. Ich flippe einfach immer noch aus, wie gut das funktioniert und wie schön das verarbeitet ist. Und einfach einen Schlüssel an seinem Hals zu tragen für irgendwas Geheimnisvolles, was man sich so verschließt, ist einfach cool. Ich habe aber die Lösung, warum ich nicht 100% sage, dass mir der gefällt und ich den weiterempfehlen würde, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Ich merke, dass dieser Kalender für eine jüngere Zielgruppe ist. Also wenn ich 13 gewesen wäre, dann wäre das wirklich der absolute Oberkracher. Mit 14 hätte ich mich vielleicht zu cool gefühlt. Und wenn ihr jetzt älter seid und euch das alles sehr gut gefällt, dann ist das natürlich auch top. Aber ich sag nur, ich heute würde die Artikel halt nicht so feiern, weil vieles jetzt im Schrank landen würde und ich damit halt nicht viel anfangen kann. Trotzdem ist es ein guter Kalender. Ich sehe nicht 90 Euro oder 130 Pfund. Liegt aber auch daran, dass ich allgemein bei den Merch-Artikeln von Harry Potter jetzt zum Beispiel den Preis, den sie da verlangen, auch nicht sehe. Vielleicht sind ihre Preise gerechtfertigt. Ich kenne die Produktionsbedingungen nicht, deswegen, ja, kann ich dazu einfach nicht viel sagen. Ich persönlich würde aber nicht das Geld dafür bezahlen. Trotzdem sind ein paar wirklich sehr schöne Artikel dabei, die ich gerne mag. Und dann müsst ihr das für euch selber entscheiden, wie ihr das findet. Wenn es nur darum geht, 10 von 10. Wie praktisch, man kann hier gleich alles reinmachen.
Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Kalender sagt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Zu einem anderen Adventskalender-Unboxing, ne? In 2 Tagen.